Ich sage Hallo zu einem erneuten EEB-Talk, diesmal ja mit der Paula Nowak hier neben mir über die Themen Präsentieren, Gestalten mit Canva und Spark. EEB-Talk ist ein Probierformat, ein neues Format, in dem wir einfach mal versuchen, über Themen, die uns in der Bildungsarbeit weiterbringen können, einfach mal zu reden, uns vorzustellen, in den Diskurs zu kommen. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Webinaren baut der EEB-Talk halt mehr auf eine Diskussion auf. Das heißt, alle sind eingeladen, auch per Webcam, per Kamera, per Ton auch mitzumachen, mitzudiskutieren und auch Fragen zu stellen. Ja, bevor wir gleich anfangen, ein kleiner Hinweis. Ich stelle gleich in den Chat einen Link. Und zwar wird es diesmal zum ersten Mal eine kleine Auswertung im EEB-Talk geben, mit dem Tool Feedbacker. Es geht jetzt einfach darum, der EEB-Talk, der läuft jetzt schon seit ein paar Monaten und nach einem Jahr möchte ich natürlich auch mal schauen, wie wird dieses Angebot überhaupt wahrgenommen, wie kann man es noch verändern, wie kann man es anpassen, um einfach ja noch eine größere, breitere Zielgruppe auch zu erreichen. Den Link zu der Auswertung schreibe ich jetzt hier in den Chat für alle sichtbar rein, fbr.io/EEB, sehr einfach zu merken. Fühlt euch einfach eingeladen, teilzunehmen. Ansonsten zum Format. Der Talk ist ein moderiertes Gespräch. Die Paula wird thematisch gleich einsteigen. Alle sind hier herzlich eingeladen, mitzumachen, mitzudiskutieren. Ich übernehme die Rolle der Gesprächsführung. Wer einen Beitrag hat, bitte einfach mal kurz per Video Hallo sagen oder per Chat ankündigen und dass ich dann die Gesprächsrollen auch entsprechend zuweisen kann. In diesem Sinne wünsche ich uns jetzt erstmal viel Spaß und übergebe jetzt erstmal an dich, Paula. Herzlichen Dank, dass du da bist und erzähl mal, was machst du, was erzählst du, worum geht es heute? Ja, einen wunderschönen guten Morgen an die vielen Paar, die ich sehe hier aus Berlin, aus dem sonnigen Berlin. Ich arbeite für die ECBO, das ist meine Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesisch-Oberlausitz und bin Studienleiterin für Religionspädagogik und Medienpädagogik. Und finde die Idee total klasse, wollte ich auch nochmal gleich zu Beginn sagen. Ist meine erste landeskirchenübergreifende Arbeit und finde das total prima. Und habe sozusagen ein Tool heute mitgebracht für euch und auch für all die, die das vielleicht in der Aufzeichnung dann sehen, wo es eher sozusagen um Gestaltung geht und Präsentieren, aber noch viel mehr eigentlich um Digital Storytelling. Ich habe nämlich sozusagen mich mit Canva, das ist das Tool, was ich gleich vorstelle, beschäftigt, als ich eine Fortbildung plante für Lehrerinnen, wo es um Storytelling ging. Und da war ein Tool, Canva, was aus meiner Sicht eigentlich perfekt für alle Zwecke einsetzbar ist. Das macht sehr deutlich, wie vielfältig man erzählen kann. Es geht um kreatives Schreiben. Es ist eine sehr schöpferische Mediengestaltung sozusagen. Man kann es sehr vielseitig einsetzen und man könnte sozusagen, wenn man in die Gemeinde geht, eine Veranstaltung bewerben. Man kann in der Schule sein sämtliches Material vorbereiten oder auch ein Prinzip für Social-Media-Dienste das als Grafikvorlage nutzen. Gerade wenn man noch so am Anfang steht und sich jetzt nicht so in der Lage fühlt, dass so perfekt zu layouten oder vielleicht auch eine Gemeinde oder eine Kirche gar keinen Grafiker im Haus hat. Man braucht auch keine lange Einarbeitungszeit. Also für alle die, die sich für technisch unversiert halten, ist das eigentlich komplett geeignet und von daher auch für Lehrerinnen sehr gut im Unterricht einzusetzen, weil ja gerade SchülerInnen jetzt nicht noch stundenlang eine Einführung benötigen, sondern das Ganze hervorragend ist, wenn man das relativ schnell versteht. Es gibt sehr viele Vorlagen, ich werde auch gleich zu Canva reingehen, die man nutzen kann. Also eigentlich eine schier unersetzliche Auswahl an Vorlagen, die man nutzen kann. Es gibt eine quasi hauseigene Bilddatenbank, die man nutzen kann, wo schon die, die Bildrechte abgesichert sind. Man kann eigene Bilder hochladen, mit Textbausteinen arbeiten und so weiter. Und ich würde jetzt mal gleich reingehen, Tobias. Ist es in Ordnung, dass ich jetzt quasi den Bildschirm teile oder? Ja, natürlich. Noch was sagen? Okay. Würde sozusagen erstmal so die grundlegenden Funktionen euch zeigen. Moment. Thank you.
So, jetzt müsstet ihr es alle sehen. Tobias, ist es sichtbar? Ja, wunderbar. Okay, super, genau. Also das ist sozusagen die Desktop-Version. Nur mal zur Vorinfo, bei Canva ist es so, dass man es mit dem Tablet nutzen kann. Dann gibt es eine App, man kann es mit dem Smartphone nutzen. Und sozusagen, ich arbeite jetzt natürlich mit euch mit der Desktop-Version. Total raffiniert ist aber, dass man, wenn man einmal eingeloggt ist, sozusagen Desktop arbeiten kann und dann merkt sich sozusagen die App auf dem Smartphone die Datei und man kann es gleich in Social Media Dienste einspeisen. Ihr seht also hier meinen Zugang, hier oben meinen Namen und ich würde euch mal zu Beginn einfach drei Beispiele zeigen aus den Bereichen Gemeinde, Schule und Instagram. Die sind jetzt nicht alle hundertprozentig perfekt. Sondern einfach, dass ihr erstmal einen Eindruck habt, was kann man in diesen drei Bereichen machen. Ich gehe also als erstes in all meine Designs, so nennt sich das nämlich. Jetzt müsstet ihr meine Vorlagen sehen, also mit denen ich schon gearbeitet habe. Ich zeige euch mal drei Beispiele. Ganz simpel zum Beispiel aus dem Bereich Schule. Wo es um ein Interview ging unter Jugendlichen, Religionsunterricht, um die Frage an, was glaubst du? Und hier konnte man quasi in einer Minute ein fertiges Bild benutzen. Es ging um ein Partnerinterview, man konnte einen Text einfügen. Genau, und das alles lässt sich als PDF speichern oder als Bilddatei. Euch ein kleines bisschen gedulden. Er braucht manchmal auch mir ein wenig zu laden. So, dann würde ich jetzt reingehen. Es können immer gleich Meldungen kommen, wenn ich zu schnell bin. Dann könnte man zum Beispiel, das ist jetzt allerdings komplett fiktiv, weil ich nicht mit Konfirmanden arbeite, aber ich habe mir das für heute jetzt einfach mal ganz kurz ausgedacht. Auch hier seht ihr sozusagen eine Einladung für ein fiktives Konfi-Camp. Wo sozusagen ja auch ein fertiges Layout benutzt wurde, wo das Datum vermerkt wurde und die Anmeldung. Und auch hier finde ich ein relativ, glaube ich, für Jugendliche ansprechendes Format. Auch das erstmal nur ganz kurz zum Vorstellen, was man machen kann. Ich gehe gleich nochmal näher auf die Funktion ein. Social Media Dienste, da habe ich mich jetzt für Instagram entschieden. Also eine Insta-Story, wer Instagram kennt, es gibt ja den normalen Foto-Feed und dann die Story-Funktion. Und auch dort kann man natürlich spielerisch arbeiten. Ich habe jetzt ein Bild von mir genommen, wo ihr quasi hinten, also nur das Bild ist meins, der Rest ist sozusagen fertig und man kann das sozusagen fertig dann bearbeiten. Hier ist gar nicht viel von mir benutzt worden, sondern nur das Bild hineingefügt und dann kann es für Social-Media-Dienste verwendet werden. So, also das ist so ein ganz kleiner Einblick erstmal allgemein. Ich würde jetzt die Funktionen erklären. Und zwar gehe ich dafür auf den blauen Button, den seht ihr hier, Design erstellen. Folgt mir mal einfach kurz und dann seht ihr auch relativ schnell, was kann man alles machen. Hier oben seht ihr soziale Medien. Ihr könnt also für Instagram arbeiten, ihr könnt einen Facebook-Beitrag erstellen. Ihr könnt sogar eine WhatsApp-Story oder einen Twitter-Beitrag konfigurieren. Und ihr seht auch hier geht es noch weiter mit Vorlagen. Das sind erstmal nur sozusagen die groben Kategorien. Ihr könnt auch ganz simple Dokumente erstellen. Also wenn ihr ja sozusagen das, was ihr mit Word bisher bearbeitet, einen Brief oder eine Präsentation oder einen Bericht, das seht auch hier eine Rechnung, kann man das machen für kirchliche Zwecke. Ist ja sozusagen dann eher der Bereich Ausbildung ganz passend, also beispielsweise Arbeitsblätter oder Aufträge für Konfirmanden oder für Schülerinnen. Das seht ihr hier. Inhaltsverzeichnis, Mindmap, Arbeitsblatt. Ich hoffe, ich Okay, bin das nicht. bedeutet, wenn ich mal kurz zwischenfragen darf, Ja, gern.
Vorlagen auch, ich sag mal, schon direkt die richtige Auflösung und auch die richtige Größe haben. Also schon, ich sehe jetzt hier die Dokumente, die waren ja schon in einem A4-Format, auch druckrichtig eingestellt und auch die Social-Media-Grafiken haben alle die richtige Auflösung schon. Genau, ja. So, super, klasse. Korrekt. Korrekt. Ja, und das kostenlos. Also das kann ich ja selber manchmal nicht glauben. Weil es wirklich eigentlich, also für mich jetzt nichts Vergleichendes gibt, was sozusagen auch frei im Web verfügbar ist. Dann Veranstaltung, das ist das, wo ich gleich mit euch arbeiten möchte oder wo ich euch quasi zeigen möchte, wie man in 3 Minuten eine Veranstaltung hinbekommt. Das wäre jetzt für Gemeinde passend, wenn man ein Konzert in der Kirche hat oder einen Konfi-Camp, wie gesagt, oder auch den simplen Gottesdienst. Also alles, was euch irgendwie einfällt in Gemeinde, wo ihr aber schnell an eure Grenzen kommt, weil ihr ja einfach das Gefühl habt, ich weiß nicht, welche Bilder ich nutzen kann, wie arbeite ich eigentlich mit den Schriftarten. Das ist hier dermaßen simpel. Man könnte auch komplett selbst so eine Seite erstellen und mit Textblöcken und so weiter arbeiten, aber gerade für die am Anfang stehen, kann man da guten Gewissens die Vorlage nutzen und quasi einfach nur den Text eingeben und ein Bild einfügen. Ja? So, das sind also die grundlegenden Kategorien, die man nutzen kann. Und ich würde jetzt sozusagen mit euch einen Veranstaltungsflyer einmal durchspielen oder die mit euch zusammen gestalten. Ja, die man, also einfach um zu demonstrieren, 3, 4 Minuten dauert das vielleicht, ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht geübt, aber so habe ich es mir gedacht, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie schnell das geht. Okay. Es gibt noch eine Zwischenfrage im Ja, sehr Chat. gern. Und zwar der Lutz, der fragt gerade, ob es auch Vorlagen gibt mit einem Anschnitt für Druckereien. Und zwar im Druckereiformat, die haben ja immer noch ihre 3 mm Anschnitt. Noch zum eigenen Format kann man das ja auch irgendwie mit berücksichtigen. Genau, also das müsste nachher, die Funktion müsste nachher sichtbar werden. Wenn man dann sozusagen auf den Button klickt, Downloaden, Teilen, dann kann man ja wählen als JPEG, PDF-Datei und dann gibt es so ein Häkchen, ich meine, dass ich das schon gesehen habe, wo genau dieser Anschnitt berechnet wird. Das können wir Super. nachher nochmal schauen, weil ich glaube, das müsste eigentlich dabei sein. Ja? Super. Mal nachher nochmal zusammenschauen. Und dann zur Not einfach nochmal erinnern, wenn ich es jetzt übersehe oder vergessen habe. Ja, dann trotzdem erstmal, bevor wir ausprobieren, vielleicht hat ja jemand anderes noch eine Frage oder kann sich nicht so ganz vorstellen, was er damit anfangen sollte, dann vielleicht gern jetzt. Dem scheint erstmal nicht zu Okay, sein. dann lege ich los. Design Wunderbar. erstellen. Also ich habe mir jetzt überlegt, dass wir so eine Veranstaltung mal zusammen beginnen und hier, genau. Eine fiktive. Ich hatte, glaube ich, das. Und würde das einfach mit euch zusammen machen. Habe mir ein paar Sachen überlegt, die da reinpassen könnten. Und zwar tatsächlich eine Veranstaltung, von der ich sehr träume, nämlich ein Social Media Camp der EGBO, was für Jugendliche vielleicht geeignet wäre und Schule und Gemeinde verbindet. Also das war so die Idee, die ich so im Kopf habe. Und dafür würde ich jetzt einfach mal mit euch so ein Flyer basteln und vielleicht inspiriert es ja irgendjemand von der EGBO, der das in der Aufzeichnung sieht. So, also ihr seht sozusagen jetzt hier die Vorlagen, die ich nutzen könnte. Ja, und dann scrolle ich einfach runter und schaue mir an, was sagt mir zu. Ich mache es mal ein wenig langsamer, damit ihr, für euch ist es ja neu und man kann manchmal nicht so schnell gucken. Ich habe schon eine im Auge, aber dass ihr mal so ein bisschen seht. Es ist natürlich Geschmackssache. Für den einen ist es vielleicht zu floral. Dann gibt es auch puristische Layouts. Aber das ist jetzt, glaube ich, sehr individuell. So. Ich entscheide mich jetzt für die und ihr seht, wenn ihr mal genau schaut, wenn ihr auf die Datei raufgeht, oh, das wollte ich jetzt nicht, dann erscheint gratis und wenn nicht gratis erscheint, dann gibt es auch kostenpflichtige Versionen. Nur mal so zur allgemeinen Info, also es ist jetzt nicht alles kostenlos, aber man fährt relativ lange mit den Gratisvorlagen gut. So, klicke einmal ran und habe dann das Format. So, möchte jetzt sozusagen ein eigenes Bild benutzen.
was mit Inspiration zu tun hat, gehe dann auf Uploads hier links. Das ist quasi euer Werkzeugkasten, den ihr benutzen könnt, hier wo mein Händchen ist. Gehe jetzt auf Uploads und suche mir dieses Bild raus. Das ist sozusagen auch schon ein abgesichertes Bild von Pexels, glaube ich. So. Kommt mal zurück, das war zu schnell und schiebe mir das hier hin. Und möchte jetzt sozusagen noch an der Schrift arbeiten. Also mein Traum ist ein Social Media Camp für Jugendliche. So, ist natürlich jetzt noch viel zu groß, wie ihr seht. Also das ist jetzt jeder, der mit Word klarkommt, und das seid ihr alle. Für die ist das jetzt kein Problem. Ihr könnt also hier oben auch die Größe ändern. Und dann das Löschen, was für euch nicht relevant ist. Das mache ich jetzt mal eben und schreibe das hin, was ich möchte. Bei Rechtschreibfehlern bitte gleich laut schreien. So. Zwischendrin noch eine Frage vom Steffen. Sehr gern. Sind das jetzt deine Bilder, die du hochgeladen hast, oder gibt es auch direkt Schnittstellen zu gemeinfreien Fotos, die du verwenden kannst? Beides. Also das ist jetzt ein Bild, nicht das ich geknipst habe, sondern was ich schon vorher für eine andere Veranstaltung bei Pexels, meine ich, also ein frei lizenziertes, freies Bildmaterial mit downgeloadet habe und das sozusagen jetzt hier links bei der Werkzeugleiste hochgeladen habe. Das nennt sich dann Uploads. Das sind dann eure Dateien, die ihr frei nutzen könnt. Es gibt aber auch, wie schon gerade vermutet, die Möglichkeit, über Pixabay direkt reinzugehen und Pexels, ich glaube noch ein paar andere Bilddatenbanken. Und sie haben auch eigene Bilder auch reingestellt. Also dann kann ich auch gleich nochmal zeigen. Okay, ja, danke schön. Genau. Das mache ich mal noch ein bisschen kleiner, aber eigentlich wäre es das jetzt schon. Man kann wie bei allem Grafischen stundenlang noch dran sitzen und mit der Farbe ändern. Das seht ihr ja hier oben. Ich lasse das jetzt mal, weil es ja nur um ein exemplarisches Beispiel ging. Ihr könnt hier noch, wenn ihr meinem Finger folgt, die Textfarbe ändern. Ihr könnt auch hier wie bei Word mittig, rechtsbündig, linksbündig, Großbuchstaben und Liste und so weiter einfügen. Auch das ist alles bekannt. Ich lasse es jetzt einfach mal nur so als Beispiel, wie man schon relativ schnell in 2 Minuten eine Einladungskarte fertig hätte. So, jetzt geht es natürlich darum, wie kriege ich das jetzt eigentlich gedruckt? Dann folgt ihr mir bitte mal oben. Seht ihr Upgrade, das ist sozusagen für kostenpflichtige Versionen teilen. Also wenn ihr ein Team in der Gemeinde oder in einer Schule habt, das noch bearbeiten wollt, ich möchte es jetzt eher runterladen. Ja. Dann seht ihr hier, es gibt verschiedene Optionen. Ihr könnt es als ein hochwertiges Bild, als ein JPEG, ich nehme es jetzt einfach mal so wie empfohlen, als PDF und hoffe, dass jetzt hier alles klappt. Genau, und das wäre jetzt vielleicht das, was du vorhin meintest, Schnittmarken bis Schnittzugabe. Ja, aktiviere das doch mal. Ja. Also ich glaube, das ist das, was man dann quasi bräuchte. Dann gibt es hier immer so einen netten Spruch, den man sieht, währenddessen er arbeitet. Und ich habe sofort die Möglichkeit, es mir anzuschauen, zu öffnen oder eben zu speichern und dann auszudrucken. So, das machen wir jetzt einmal. Ihr seht also jetzt hier, ich mache es ein bisschen kleiner, die PDF, die ihr erstellt habt. Wenn ihr das jetzt sozusagen für Instagram benutzen wollt und einen Instagram-Post oder einen Facebook-Post oder wie auch immer, dann speichert ihr euch das bitte als Bilddatei.
als Ping am besten. Und dann wird das, wenn ihr das auf dem Smartphone, wenn ihr die App gleichzeitig habt, ist das automatisch gespeichert, sobald ihr euch in der App einloggt. Und ihr könnt das problemlos dann über Twitter, Instagram übertragen. In, weiß ich, 1, 2 Sekunden. Ja? Ich würde jetzt hier sozusagen stoppen, weil ich glaube, hier ist soweit alles klar. Die PDF auszudrucken müsste jeder wissen. Und würde jetzt sozusagen für jegliche Fragen, Kritiken zur Verfügung stehen. Ja, erstmal vielen Dank für den Einblick, Paula. Und ich glaube, das ist jetzt sehr verständlich geworden, solche kleinen Grafiken zu erstellen. Geben wir jetzt einfach mal die Fragerunde weiter. Ihr könnt euch jetzt gerne mit beteiligen. Hans schreibt jetzt auch was, aber ihr könnt jetzt auch, Hans, du kannst auch gerne Mikrofon freigeben unten links und sprechen, wenn du eins eingebaut hast. Unten links in der Zoom-Software ist so ein Knopf, da steht Stummschalten und So, damit genau. Ja, aktivierst hört du. ihr mich? Ah, Hallo sehr gut. Hans, wir hören dich Genau. gut. Also, ich habe hier so eine Spezialfrage. Ich drucke ja alles mit InDesign und so weiter, aber gerade für Leute, die das nicht haben, ist das eine tolle Sache. Ja. Kann ich denn die Druckeinstellungen auch individuell verändern? Also, klassisch sind immer 3 mm Anschnitt mit Schnittmarken in die normalen Druckereien, aber Flyer Alarm zum Beispiel hat 1 mm und de definitiv ohne Schnittmarken. Kann ich das einstellen? Dann Genau. könnte jeder Flyer Alarm vernünftige Dateien zuschicken. Oder Flyer Pilot will 2 mm und so ist es immer anders. Kannst du, also du hast oben ja den Button zu sagen, individuelle Bearbeitung nannte sich das, glaube ich. Und da kannst du das Okay, einstellen. das ist gut. Genau, Danke. weil das ist ja, sonst macht es ja wirklich nicht viel Sinn, Ja. da du ja unterschiedliche Prinzipien hast, unterschiedliche Drucker, genau, und die das sich schon genauso überlegt haben. Also eigentlich ist es auch nicht für den Bildungsbereich zugeschnitten, ne? Das ist einfach eine, jetzt ein Abwandeln, sondern es ist für die freie Marktwirtschaft gedacht, ne? Für Unternehmen und auch die müssen ja so agieren können. Und ich habe es im Prinzip jetzt für den Bildungsbereich ja, zweckentfremdet. Was heißt zweckentfremdet? Okay. Ja. Ich habe noch Bildbereich. eine Zusatzfrage. Womit bezahle ich? Also es ist kostenlos, aber natürlich bezahlt man immer irgendwie. Was kriegen die von mir? Wahrscheinlich wie bei allem deine Daten. Also ich bin jetzt auch Okay. kein hundertprozentiger Canva-Experte, überhaupt nicht, sondern Hm. arbeite damit einfach im Unterricht und in Fortbildung und kenne jetzt bestimmt nicht jedes hundertprozentige Detail, aber ich denke mal, dass es wie bei allen freien Bildungsmaterialien ist, dass es genau so funktioniert. Ne? Du loggst dich ja mit deiner E-Mail-Adresse ein, mehr musst du eigentlich nicht angeben. Also das ist dann eigentlich Ne? wenig, was sie kriegen. Ja. Und die Bilder, die ich hochlade, wem gehören die dann? Das sind ja quasi Bilder aus Bilddatenbanken, die mit OER-Materialien Ich arbeiten, meine genau. meine, wenn ich meine eigenen hochlade. Die gehören nur dir, du hast ja einen eigenen Zugang, ne? Also du hast Okay. diese Upload-Funktion und ich war ja jetzt auch als meine Person eingeloggt und nur ich habe Zugriff auf die Dateien, die ich hochgeladen habe. Also ich frage einfach mit Blick auf Facebook, da ist es ja auch so, aber die Bilder gehören definitiv Facebook dann. Ja, Genau. also Also zur sind da Finanzierung. schmerzbefreit, aber andere sind da nicht schmerzbefreit, Ja. deswegen frage ich mal auch für die anderen. Verstehe, Ja. ja. Also zur Finanzierung bei Canva, ich habe gerade nachgeguckt, da gibt es die kostenlose Basisvariante und wie bei vielen Diensten auch kostenpflichtige Variante, die Pro-Version für 9,95 € im Monat. Und damit wird sich der Dienst finanzieren. Also das heißt, da werden dann einfach zusätzliche Dienste und Features mit freigeschaltet, eben auch für den höheren grafischen Aufwand. Also hier werden als Partner auch Amazon, Netflix, Disney etc. auch genannt. Also das heißt, da kann man dann wohl auch wirklich aufwendigere Geschichten dann auch machen. Okay. Gut. Gibt es denn sonst noch Fragen? Oder Anmerkungen? Genau, ich So, kann ja noch Horst, der eine Horst letzte hat noch Sache. eine Frage und zwar im Chat. Wie ist das mit den Rechten an dem Material, die man hochgeladen hat oder von Vorlagen, die man erstellt hat? Das, Also ja, was? im Prinzip seid ihr ja wirklich nur in eurem Account. Das kann ja kein anderer sehen. Ihr habt euren persönlichen Zugang. Ihr habt, ihr könnt die auch, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Workshop macht, auch löschen und dann sind die nicht mehr existent. Und
in eurem Zugang könnt ihr frei verwalten, was damit passiert. Also ich habe zum Beispiel auch immer die Empfehlung, gerade wenn man im Unterricht arbeitet, würde ich jetzt Schüler oder auch in der Gemeinde Jugendliche nicht einloggen lassen, sondern ihr gebt halt euren Account oder euren betrieblichen Account mit euren Daten dann eurer Gruppe zur Verfügung. Und der speichert auch automatisch dann alle Ergebnisse. Das fand ich im Unterricht sehr schön, dass man quasi an seinem Desktop gesessen hat und gesehen hat, wie alle Jugendlichen gearbeitet haben, weil die Produkte aufploppen. Also das ist war dann wirklich auch sehr gut zu steuern. Man konnte es gleichzeitig noch ausdrucken. Aber das ist in eurem Zugang sozusagen, eurer Verwaltung obliegt das dann. Okay, der Horst, hat, du hattest, glaube ich, doch einen Beitrag. Ich habe ja eben schon mal gestellt gehabt, in dieselbe Richtung hatte ich das vorher schon geschrieben. Deine Antwort beantwortet nicht meine Frage, weil da müssten wir jetzt mal tiefer in die AGBs gucken, was für Rechte ich abgebe, wenn ich Material hochlade. Also ob die Rechte an dem Bild wirklich bei mir bleiben oder nicht oder an Vorlagen, die ich erstellt habe. Aber das können wir jetzt hier, glaube ich, nicht klären. Wir müssten mal in die AGBs reinschauen bei denen. Können wir im Nachklapp machen. Ich weiß nicht, ob du, Tobias, ob es dann irgendeine Art Nachinformation zum Webinar gibt. Das können wir ja gerne machen, dass wir da nochmal... Ja, also wenn wir Informationen dazu finden, können wir die auch gerne dann auch nochmal in den Blogbeitrag zu dem Video mit dazu geben. Ich weiß nur, was üblich ist in solchen Bereichen, eben, dass wenn man was erstellt, die entsprechenden Rechte zur Nutzung, zur Veröffentlichung hat. Wenn man selber auch was hochlädt, das auch nicht weiter fremdverwertet wird. So ist es jedenfalls dann auch bei Spark. Aber wie gesagt, bei Canva, ich habe gerade mal geguckt, ich habe bislang nur die englischsprachigen AGBs gefunden. Müsste man einfach mal gucken, ob man da was zu findet. So, der Steffen Pohlmann, der fragt noch, kann man hier auch Vorlagen austauschen? Ist die Frage so gemeint, wenn ihr jetzt mit eurem Teamkollegen zusammenarbeitet, also das Teilen von Materialien funktioniert. Da gibt es ja oben diesen Button Teilen oder Download. Und dann könnt ihr quasi, ich denke mal, das funktioniert über einen Link, eurem Kollegen einen Link schicken und dann kann der damit arbeiten oder es ausdrucken, die Datei verändern. Okay, das heißt, wenn das damit gemeint ist. Kann der dann auch an der Datei weiterarbeiten oder ich sag mal, bekommt der nur, ich sag mal, eine Enddatei, also ein JPEG oder ein PDF dann zugeschickt? Ich glaube, das ist die Frage. Das weiß ich leider ehrlich gesagt nicht. Das müsste ich nochmal rausfinden. Also das wäre ja quasi ein zeitgleiches Arbeiten, kollaboratives Arbeiten. Kann ich gerade nicht beantworten, ob das möglich ist. Ja, vielleicht ist sowas ja auch in der Pro-Variante. Also sowas, so ein Feature könnte ich mir in der Pro-Variante vorstellen, dass man in Teams an Dateien arbeitet. Aber auch hier können wir nochmal nachhaken. Genau. Also was vielleicht auch nochmal ganz gut ist, ich habe es ab der Klasse 5 eingesetzt. Also die sind dann 10 Jahre alt. Das finde ich jetzt auch nochmal eine wichtige Information, dass die das auch schon hinbekommen. Ne? Also ohne viel Einführung. Genau. Okay. Gibt es denn sonst noch Fragen zu dem Canva-Tool? Scheint erstmal nicht. Wenn ihr nachher noch Fragen habt, wir würden jetzt so gehen, dass ich jetzt, es gibt nämlich noch einen zweiten Dienst, der sowas Ähnliches macht, nämlich Adobe Spark. Das würde ich jetzt gleich einfach mal so einen kleinen Einblick da reingeben. Und wenn ihr nachher noch Fragen habt, gehen wir nachher nochmal in die Fragerunde und können beide Tools vielleicht auch nochmal vergleichen, ergänzen, gegeneinander ausspielen oder was man eben auch so Schönes ja, damit macht. Ja, wie gesagt, Adobe Spark, die Firma hinten dran, Adobe ist, glaube ich, relativ bekannt, dieses mittelständische Familienunternehmen. Und Spark ist eben ein Dienst, der im Prinzip genauso oder ähnlich auch funktioniert wie Canva. Ich kann es kostenlos nutzen, brauche aber eine, ja, ich muss mich vorher einloggen oder einen Account erstellen, entweder mit einer Adobe-ID oder einem Social Login. Wenn man irgendein Paket von Adobe bereits gebucht hat mit das Fotografer-Paket oder was es da alles gibt, hat man da natürlich auch so kompletten Zugriff drauf. Das hier ist jetzt schon die Oberfläche, wie man sie sieht, wenn man sich eingeloggt hat und ja, ähnlich wie bei Canva auch, hat man jetzt hier verschiedene Vorgaben, also auch Videodateien, GIFs, Flyer, Grafiken, bis auch hin zu kompletten Webinhalten, die man hier erstellen kann. Ich glaube, ich muss das jetzt auch nicht so im Detail jetzt nochmal durchgehen, weil es ist im Prinzip wirklich genauso wie auch bei Canva, wie die Paula gerade vorgestellt hat.
Ich hatte jetzt hier im Vorfeld, einige haben es ja schon mal gesehen, so eine kleine Grafik gemacht, die ich so als Platzhalter vor den EEB-Talk reinsetze, um die Leute zu begrüßen, dass es um 10 Uhr losgeht, ist hier auch gemacht. Und ich habe dann hier an der Seite unter dem Bereich Design verschiedene ja, Designvorschläge, wo die Formatierung dann auch schon direkt angepasst werden, wo ich mir was aussuchen kann. Ich kann auch diese Bereiche hier auch nochmal extra oder eigens verschieben. Genau, was die Bilder angeht, habe ich hier genauso die gleiche Möglichkeit, also entweder ein Bild hochzuladen von meiner Festplatte. Ich kann hier gratis Fotos, da ist auch Pixabay hinten dran, also direkt ein Pixabay-Bild mit einbinden. Oder falls ich eben einen entsprechenden Account habe und Adobe Stock nutze, kann ich dann hier eben auch auf die Stockfotos von Adobe eben auch zugreifen, wo ich dann schon bereits die Rechte auch da dran habe. Entsprechende Filter steht hier auch zur Verfügung. Die ich dann direkt auf die Bilder draufsetzen kann, kennt man ein bisschen aus Instagram auch mit den Filtern. Was ich auch ganz nett einfach finde von der Farbwahl. Farbwahl ist ja immer so eine ganz starke Geschmackssache und ja, einige sind wirklich etwas geschmacksbefreiter als andere auch. Und Spark bietet einfach schon verschiedene Farbkombinationen an, die in einem gewissen Maße auch harmonieren und auch zusammenpassen. Und ich kann diese Farben auch mischen, das heißt die einzelnen Felder einfach auch austauschen. Ich kann aber auch in ein bestimmtes Feld gehen und hier einfach entweder eine vorgeschlagene Farbe nehmen oder mir einfach eine ganz beliebige Farbe aussuchen, die ich dann auch vergeben kann. Kann ich auch eigene Farbzusammenstellungen speichern? Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber ich sag mal, du kannst ja hier direkt den Hexcode eingeben. Das heißt, wenn du, ich sag mal, im Rahmen von deinem Corporate Design bestimmte Farbkombinationen hast, hast du ja eh den Farbcode vorliegen und dann kannst du den für die einzelnen Bereiche dann festlegen. Und das finde ich dann sogar noch komfortabler, ich sag mal, den Farbcode einfach schnell einzutragen, als dann ich sag mal, was abzuspeichern oder dann auch in der großen Auswahl dann auch zu suchen. Was ich auch machen kann, ist, jetzt muss man gerade mal gucken, wo ich das habe hier bei, genau, hinzufügen. Ich kann auch schon mal Logos oder Logi mit hochladen als transparente PNG-Dateien, die ich dann mit einfügen kann. Die kann ich dann auch in den einzelnen Bereichen, ich sag mal, verschieben. Und ja, habe natürlich auch diverse Layout-Funktionen, wie wir das vorher bei Canva auch gesehen haben. Schnittmarken habe ich hier keine gesehen. Beim Runterladen habe ich jetzt halt hier die Möglichkeit, PNG, JPEG, PDF auszuwählen. Und ja, es gibt, glaube ich, ja gut, Premium-Inhalte gibt es in dem Sinne jetzt hier erstmal nicht. Natürlich dann über die Bilder wird Geld verdient, Adobe Stock, über die Adobe-Pakete. Und entsprechend gilt dann natürlich auch der Datenschutz, den man, ich sag mal, bei der Verwendung von Adobe-Software halt eben auch mit hinnimmt. Serverstandort Irland, kompletter Zugriff durch amerikanische Sicherheitsbehörden. So, okay, gibt es zu Adobe Spark noch Fragen? Also ich glaube, ich muss da jetzt nicht auf die einzelnen Bereiche nochmal weiter eingehen, weil sich das sehr mit Canva ähnelt und man da einfach auch mal ausprobieren muss. Wichtig ist der erste Zugang, der ist erstmal kostenlos, da kann man auch mal ausprobieren. Gibt es denn noch Fragen jetzt dazu oder Anmerkungen? Gibt's Spark auch für Handy? Ja, genau, richtig. Spark gibt es sowohl für Smartphone, also für Android, als auch iOS natürlich. Und ich muss mal gerade gucken, ob ich es hier auf meinem iPhone installiert habe, weil das iPad liegt natürlich nicht am Schreibtisch. Nee, ist nicht installiert, aber durch die Adobe-ID und beziehungsweise durch die Anmeldung synchronisieren sich natürlich auch die Arbeitsergebnisse. Und ich kann wirklich, also am iPad, das geht fantastisch schnell, an anderen Tablets anscheinend auch, mit Android habe ich noch nicht ausprobiert.
es geht wirklich fantastisch schnell, ich sag mal, kleine Social-Media-Grafiken dazu erstellen. Also entweder mit Fotos, die ich mir reinlade, aber auch so kleine Bewegtbildsequenzen, die dann bei Facebook auch abgespielt werden. Das macht man ja auch gerne, irgendwie so ein kleiner Post mit einem Bewegtbild, Text eingeblendet und fertig ist. Und das geht hier wirklich in ganz, ganz wenigen Minuten optisch recht ansprechend. Kann ich noch ganz kurz das hinzufügen, Tobias, Natürlich. Was mir noch eingefallen ist, weil ja eigentlich, ich bin ja vor allem für den Bildungsbereich zuständig und sich vielleicht die Lehrer, die sich das anschauen, fragen, Öffentlichkeitsarbeit, das eine, was mache ich jetzt mit Kindern und Jugendlichen? Man kann quasi mit Canva und wahrscheinlich auch mit Adobe Spark E-Books herstellen. Denn man kann ja, das habt ihr unten, jetzt habe ich nicht demonstriert, immer Seite hinzufügen. Das heißt, ihr könntet beispielsweise eine biblische Geschichte nachstellen, wo die Jugendlichen und Kinder auch nochmal eigene Fotos, die sie gemacht haben, hochladen oder Fremde nehmen. Also in dem Bereich quasi Bibelarbeit kreativ kann man da auch sehr gut arbeiten. Die Motivation bei Kindern und Jugendlichen ist sehr hoch. Das wäre das, wie ich jetzt vor allem gearbeitet habe, weil man natürlich in der Schule jetzt weniger Öffentlichkeitsarbeit für die Kirche macht. Das ist mir noch eingefallen. Genau, richtig. Und ich sehe jetzt auch gerade, ich sag mal, ich zeige das jetzt vielleicht auch nochmal eben so als kleine Ergänzung, was mit Canva sehr wahrscheinlich auch, oder weiß ich nicht, ob das auch machbar ist. Hier mit Spark habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich neue Inhalte erstelle, natürlich mich nur auf den Grafikbereich zu beschränken. Aber hier gibt es auch die Möglichkeit, Webseiten oder dann eben hier auch die Videos zu erstellen. Videos, hatte ich gesagt, ist relativ simpel. Man fängt jetzt einfach mit kleinen Schritten an, gibt Text an, lädt die Bilder hoch, macht Textsequenzen. Also das ist kein Videoschnittprogramm, wo man dann wirklich cutten muss und kreativ hier dann irgendwie mixen und mastern, sondern einfach nur drüber setzen. Webseiten habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe von vielen bereits die Rückmeldung bekommen, dass das wohl auch sehr gut funktionieren soll. Vielleicht ist das ja nochmal ein Punkt, wo man einfach mal ausprobiert und das in einem nächsten Talk etc. nochmal mit aufgreift. In Ordnung. Gibt es von eurer Seite noch Anmerkungen oder Rückfragen? Wie gesagt, wir wollen das ja alles inhaltlich relativ knapp halten. Wir wollen anteasern, wir wollen Lust machen, sich damit auch auseinanderzusetzen. Gibt nichts weiteres im Chat, außer noch vom Stefan noch eine Rückmeldung, die sich wohl an den Beitrag vom Hans auch richtet. Als Hinweis, die Bilder, die wir bei Facebook hochladen, gehören nicht Facebook, sondern Facebook erhält nur bestimmte Verwertungsrechte am eigenen geistigen Eigentum. Das ist aber, denke ich mal, ein Punkt, den können wir gerne, also stimme ich erstmal zu, aber den können wir auch gerne weiter diskutieren, wenn die Aufzeichnung dann auch gleich beendet ist. Eine Frage sehe ich hier gerade noch. Genau, von der Christine. In welchen der beiden Programme kommt man mit der Gratis-Version weiter? Das ist schwierig, kommt darauf an, was du machen willst. Paula, kann man mit Canva auch Webseiten machen? Mhm. Ja, oh, na gut. Ich glaube, da kommt man relativ gleich weit, oder? So vom ersten Eindruck. Ich finde, die ähneln sich wirklich sehr. Also dadurch, dass ich Adobe Spark nicht kenne und einfach immer gerade für den Bildungsbereich gucke, wo kann jeder Laptop und jedes Smartphone mit arbeiten, kann ich nur zu Canva was sagen. Also man kommt unheimlich weit. Also klar, mal jetzt jeden Tag, damit 5 Arbeitsblätter erstellt, ist man irgendwann am Ende. Aber für unsere Bereiche ist das wirklich, ich glaube, da kann man jetzt erstmal 1-2 Jahre doch noch mit Punkten, bis vielleicht was Neues entsteht, was nochmal besser entwickelt ist. Also ich kenne momentan nichts Besseres, was sozusagen für den Bildungsbereich, Schulen sind ja auch immer sehr eng gestrickt und die Sicherheitsvorschriften sozusagen sind sehr eng und ganz viele Lehrer arbeiten schon damit. Also es passt wirklich sehr gut. Ja, also ich verwende ja Spark hauptsächlich dafür, irgendwie so kleine Vorschaubilder für die ganzen Videos und Beiträge, Blogbeiträge auch zu machen. Habe dort auch lange Zeit, bevor ich einen Adobe-Account hatte, die kostenlose Variante genutzt. Da sehe ich erstmal gar keinen Unterschied. Aber es ist wirklich simpel, wenn man einfach ein neues Bild braucht, sich dann einzuloggen. Man hat die Vorlage, man tauscht einfach mit einem Klick den Text aus, man tauscht das Bild aus und hat was Fertiges. Man braucht da keinen Photoshop etc.
Also ich glaube, man kommt mit beiden relativ gleich weit. Ansonsten kann man ja mal ausprobieren, sich einfach mal registrieren. Es gibt so schöne 10-Minuten-E-Mails, Wegwerf-E-Mail-Adressen, die man auch benutzen kann, wenn man nicht seine eigene dienstliche Mail-Adresse angeben möchte. Und einfach mal testen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, erstmal herzlichen Dank, liebe Paula, für deinen Beitrag. Hat mich sehr gefreut, auch mit dir zusammen jetzt beide Tools vorzustellen. Ich möchte noch mal erinnern, ich schreibe den Link noch mal im Chat. Wir haben eine kleine Auswertung auch vorbereitet, die jetzt im Anklang an die Talks auch immer stattfindet, einfach um auch festzustellen, wie gut dieses Format ankommt, was man noch verändern kann. Wir sind noch in der Versuchsphase, ob es überhaupt Sinn macht, so einen kleinen, ich sag mal, Snack der Bildung anzubieten oder ob wir uns doch lieber darauf konzentrieren, dicke Bücher und Hefte zu produzieren. Ansonsten wünsche ich euch allen viel Spaß auf jeden Fall beim Ausprobieren, viele kreative Momente und ein schönes Wochenende. Bis bald. Macht's gut. Tschüss aus Berlin an alle. Vielen Dank.